Ja, heute nochmal ein schönes Video von draußen bei bestem Sonnenschein. Heute nochmal richtig schönes Wetter. Die nächsten Tage soll es wieder kalt werden und ich denke, dann wird es auch kalt bleiben. Heute haben wir so 20 Grad und viel Sonnenschein. Hier vielleicht erkennt ihr schon am Weg, wo es hingeht. Es geht bei uns ins Lager. Jetzt fragt sich nur welches. Der Weg, der weist vielleicht ein bisschen auf vorherige Videos hin. Da war der auch schon mal drauf. Ich verrate es mal noch nicht. Ich möchte ein paar Sachen werkeln, ein bisschen was anbauen, umbauen, was zu essen machen, und wenn euch interessiert, wie es aussieht beim Lager nach einem Jahr, dann bleibt dabei. Ja, und wer jetzt schon länger dabei ist, circa ein Jahr, der weiß, um welches Lager es sich handelt. Das ist nämlich das, was wir vor circa einem Jahr lang oder was wir vor einem Jahr aufgebaut haben. Und hier hat sich seitdem ein bisschen was verändert, nicht allzu viel. Hier oben das Dach, was wir mal gedeckt hatten, Video setze ich euch oben rein. Das haben wir wieder abgedeckt. Das Ganze, das war einfach viel zu gefährlich. Dadurch, dass es jetzt so trocken gewesen ist und das Laub natürlich dann auch getrocknet ist. Und die Reisig haben wir das alles abgemacht. Wir haben eigentlich jetzt aber hier in der Dürre gar kein Feuer mehr gemacht hier oben, viel zu gefährlich. Aber trotzdem vorher schon aus Sicherheitsgründen haben wir das dann abgemacht. Jetzt geht es wieder in die kalte Jahreszeit rein und deswegen haben wir uns gedacht, wollen wir es jetzt trotzdem mal dicht machen. Wir wollen noch einige Übernachtungen starten. Wir waren auch sonst immer sehr regelmäßig hier, obwohl es nicht so viele Videos gab. Das letzte Video, das war das vom Sägebock, was ich mit der Eva gebaut hatte. Ich merke gerade, mein Fokus, der schafft das Ganze hier irgendwie nicht wegen der Belichtung. Die Sonne, die scheint hier sehr stark durch die Bäume durch und Licht und Schatten, die wechseln sich hier ab. Aber ich setze euch das Sägebock-Video oben rein. Der Sägebock, den sucht ihr jetzt hier vergeblich. Der hat es nicht geschafft. Hier hinten seht ihr den neuen Sägebock. Den zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen näher. Und zuerst mache ich jetzt mal ein bisschen Holz und dann mal was zu essen. Ja, hier von der Ecke, hier gibt es nicht viel Neues zu berichten. Das ist eigentlich alles wie beim Alten, bis aufs Dach. Hier hinten die Rückenlehne, die hat sich ein bisschen gelockert, wie auch sonst alles hier ein bisschen. Durch die starke Trockenheit die letzte Zeit ist das Holz sehr stark ausgetrocknet und dadurch geschrumpft. Das heißt, die Schnüre wurden locker und haben jetzt noch mal ein bisschen was, ja, ein bisschen in Stand gesetzt. Ja, und wenn das interessiert, was das für eine Axt und für eine Säge ist, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch beides verlinkt und hier zur Säge gibt es auch ein extra Video. Das setze ich euch mal oben in die Videobeschreibung. Ja, hier bei der Ecke haben wir ein bisschen was verändert. Hier haben wir jetzt einen neuen Sägebock gebaut. Einfach ein bisschen eine simplere Konstruktion. Zwei Pfähle über Kreuz, hier am Kreuzgelenk verbunden, in die Erde gerammt. Und dadurch ist das Ganze viel weniger anfällig gegen Austrocknen, gegen Lockern. Und viel schneller aufgebaut. Genau, das Ganze dreimal. Einmal für kurze Hölzer. Hier, das hier muss ich nochmal umsetzen. Da stimmt der Winkel hier nicht ganz, das ist ein bisschen ungerade. Und hier hinten für die ausladenden, für die längeren Stämme noch ein drittes, dass der Hebel nicht zu groß wird und man hier vorne trotzdem noch schön arbeiten kann. Genau, das hier der Sägebock, der neue. Dann haben wir noch hier so ein Holz, so ein Hauebeil, so ein Haueklotz hier. Ja, reingehieft, sage ich mal. Das Ganze ist einen halben Meter in der Erde verankert. Das habe ich mit dem Klappspaten ausgehoben und das ist auch bombenfest. Man könnte vielleicht sogar denken, dass das ein Baum ist, der hier gewachsen ist. Würden nicht hier diese Verdichtungsstäbe drin sein. Sehr praktische Sache. Bis jetzt haben wir ja immer unser Holz hier auf dem umgefallenen Baum hier klein gemacht. Das sieht man dem auch schon an.
Aber wenn man mal mit mehr Leuten hier ist, dann braucht man die ganzen Sitzgelegenheiten und auch hier diesen kleineren oder diesen umgelegten Baum, dass man sich schön draufsetzen kann. Und das ist dann zu gefährlich, wenn man dann da mit der Axt arbeitet. Genau. Ja, Messer dabei. Hier ein selbstgebautes Bushcraft-Messer. Neolux Stahl, schönes grünes Canvas Micarta mit rotem Lining unterlegt. Konturierter Griff und die Walzhaut draufgelassen. Ist, finde ich, eine sehr schöne Kombination. Link hier zum Messer, zur Vorstellung vom Stefan 123321. Der ein oder andere, der kennt den, setze ich euch hier oben rein. So, gut gestärkt jetzt und jetzt kommen wir mal zum produktiven Teil hier in dem Tag und jetzt machen wir mal das Dach hier oben dicht. Da machen wir zwei Planen drauf, die ich sowieso noch da hatte, damit wir es jetzt in der schmuddeligen Jahreszeit im Herbst und Winter dann noch schön trocken haben und auch die Unterkonstruktion mit der Bank geschützt ist. Tja, wie soll es anders sein? Ich kann doch noch nicht direkt anfangen, die Plane drauf zu machen. Ich muss erst einmal hier diese spitzen Teile mit der Axt abmachen, damit das die Plane nicht beschädigt. Ja, der Tag, der neigt sich dem Ende zu und die Sonne steht schon recht tief. Ich mache mich jetzt gleich mal auf den Weg nach Hause. Ich packe jetzt noch zusammen. Die Plane ist auf dem Dach drauf, das heißt, das Schmuddelwetter kann kommen. Der Tag, der ging, oder der Nachmittag, der ging doch recht schnell vorbei. Ich wollte eigentlich anfangen, hier beim Haueklotz noch anzufangen mit dem Tisch. Allerdings hat das jetzt nicht funktioniert. Das hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig für euch. Ihr hattet auch ein bisschen Spaß zu schauen, was sich hier so verändert hat und wie es weitergeht. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.